Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 20 Elfmeter bzw. Freistoßbälle. Heute 2 Elfer, 2 Freistöße. Wir machen heute Spanien gegen England oder auch Sterling gegen einen von deinen. Schauen hier, ne? Leute, was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag England, Hashtag Spanien, ab in die Kommentare, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht ihr 1 Milliarde Likes voll, ihr wisst Bescheid. Checken wir den Shop aus, nice Design, schwarz-weiß, habe ich ein neues Pullover, gibt's in Orange, gibt's in Rot, gibt's in Grün, in Blau, in den 4 Farben, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe, gibt's auch noch am Start, ne? Handyhüllen, Orange, Blau, Rot und Grün und gratis Autogrammkarte gibt's auch noch zur Bestellung dazu. Checkt's gerne aus, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen und schreibt wie immer rein, nicht vergessen, wer beim nächsten Mal antreten soll, welche Spieler, welche Vereine, welche Länder sollen beim nächsten Mal gegeneinander antreten. Schreibt es in die Kommentare, Leute. So, dann würde ich sagen, bist du bereit? Let's go. Starten wir rein, Leute. Let's go. Das war wieder Ramos, haben wir so. Das war wieder Classic Ramos einfach weggeflext. Wenn er dafür jetzt nichts bekommt, dann wäre das echt ein klassischer. Der ist der Schiri, warte. Gelb, ey, Matthew, der ist immer eigentlich, der ist korrekt eigentlich. Wie heißt denn Zizi? Zizi, ja. Er ist aber eigentlich korrekt, Alter. Der gibt's, ja, der gibt auch schon Parode immer. Aber Ramos gelb zu geben ist ja okay. Ja, Ramos muss man gelb geben. Wahrscheinlich auch nicht, ich würde mal sagen, nicht die letzte Karte von Ramos. Ja, aber so. Ramos muss man sich gut halten, der macht gut, gut ja, Helfer. Stimmt schon. Wir nehmen Harry Kane, oder ich nehme Harry Kane. Hat halt immer das Problem mit 68. Was ist? Schießt der nicht sogar primär die Elfer bei Spanien? Ramos? Ja, Ramos schießt die Elfer bei Spanien, ne? So, Harry Kane mit der Kapitänsbinde bei der englischen Nationalmannschaft. Ich muss eigentlich auf Topspins gehen mit Kane, weil sonst. Ja, aber die Topspins kann er, das muss man ihm lassen. Die Topspins hat er drauf. Das sieht gut aus. What the fuck, Alter? Kane, was war das? Ich sag nur, der hat die Topspins. Ach, kein Eigentor. Ich sag nur, der hat die Topspins drauf. Warte. Das ist ein Cheat, Alter. So kann man FIFA Time wasten, Alter. Das ist richtig gierig, Alter. Stell dir mal vor, du machst es die ganze Zeit. Boah, der hat 3 Meter Anlauf. Du hast ihm voll einen aufs Maul gehauen. Ja, aber das Ding hier ist. Ja, gar nichts, kein Karten. Der ist wieder voll nah dran, Alter. Weißt du, was ich mal Bock hätte zu verhindern? Der ist genau auf der Linie. Ah, nee, das haben wir schon mal versucht, ne? Das geht nicht, glaube ich, oder? Wenn ich den jetzt hier mit Außenriss oben reinballer. Nein. Den macht er nicht, ne? Das haben wir schon mal probiert. Nein, das kann gehen. Ich glaube, mein Spieler hat es einfach noch nicht. Alter, guck mal, wie. Jetzt kannst du ja eh nicht hinschießen. Boah, wie groß ist der, Alter? Jetzt kannst du ja eh nicht hinschießen. Guck mal, die stehen alle da vorne. Guck mal, Maguire, wie groß der ist. Ja, dürfen die überhaupt da stehen? Ja, ja, klar. Hä? Warum? Die stehen doch alle vor De Gea und so. Wie asozial ist das denn? Hast du gesehen, wie groß Maguire ist, hey? Komm, der ist gut. Ja, ist drin. Wow. Aber die stellen sich alle vor De Gea. Ja, aber kannst du machen. Wer ist das denn? Kannst du machen. Ist okay, ist erlaubt. Aber ich weiß nicht, wie viel. Ich mich auch auf die Linie stelle als Spieler, so vor De Gea. Ja, dann ist aber abseits. Ja, wenn er mich berührt. Wenn dein eigentlich. Ja, nee, auch so, weil der dann ja die Sicht versperrt. Das ist abseits. Du musst halt gucken gegen abseits, ne? Deswegen. Ja. Scheiß drauf. Ist in so einer Situation das Abseits sehen? Ein Freistoß, gibt es überhaupt da Abseits? Muss, sonst wird es ja jeder machen. Das muss Abseits sein eigentlich. Deswegen, na egal, 1-0 auf jeden Fall nach 2 Freistößen. Ja, ist okay, Digga. Ist okay, warte, ich mache mal eine Abseitsfalle. Ja. Sehr früh gecheckt, dass man eine Abseitsfalle machen könnte. Scheiß zu spät, ey, ja, schlecht. Warte. So, jetzt. Ah, bleib stehen, Alter. Und zentral oder was? Eigentlich nicht, ich wollte eigentlich nicht stehen. Alter, Schiri, gib doch jetzt einfach mal Freistoß. Ja, ey. Du kannst auch einfach nicht grätschen, ey. Junge, ich dachte, du bewegst dich nochmal, auf einmal bleibst du doch wieder stehen, ey. Du weißt aber auch manchmal nicht, wohin willst, ey. So, lass mich. Will nirgendwo hin, nur der Controller macht manchmal immer noch dieser Auslauf, kennst du das? Schön grätschen, ja. Boah, Thiago haben die auch. Ja, aber wen willst du nehmen, Alter? Kannst du Thiago nehmen. Thiago hat so gelassen, oder Isco? Isco, aber Efe hat Isco gut. Okay, Isco gegen Harry Kane, Leute. Isco Disco gegen Harry Kane, oh Mensch. Lazy go. Leider hat Sancho keine guten Leute. Da haben wir schon mitgeschossen. Sancho kann er gar nicht schießen, ey. Aber schön. Oh! Boah, Junge! Der war, Alter, richtig schön, ey. Wer ist da im Tor? Pickford, ne? Der hat richtig, Alter, gut. Wie krank hat der den gehalten? Ja, aber das sah irgendwie, mach du. Das sah irgendwie komisch aus, Alter, WTF. Hat der den gehofft? Ja, mit einer Hand irgendwie. Aber irgendwie ist der, glaube ich, auch ein bisschen an die Latte gegangen. Also sah ganz komisch aus, ey. Aber saftig. Mann, der war doch perfekt. Wie hält der den? Das ist krank. Wir müssen öfters mit Isco ballern, Alter. Warum ist die Face eigentlich 3 Meter groß? Können wir direkt. Kann ich direkt so ziehen. so. Klein. Noch kleiner. Ja, es ist gut. So gut, Alter. Also du siehst ja daran.
Wenn man die Werte jetzt sieht, dann ist die noch nicht groß. Na, tschüss. Ja, sieht ja, man muss, ne, du musst die anderen Werte meine ich mal. Nein, das ist zu klein. Mach jetzt. Mach jetzt, Alter. Nimm Isco. Womit stehen wir? Vergessen. Vergessen. Pisser. Vergisst du das immer, du Pisser. 88 EF ist natürlich auch krass. Da musst du gucken, dass ich zu weit, ey. Weil der war gerade schon vielleicht zu weit für sein EF. So ist schon vielleicht besser. Boah, guck mal, die Laula-Welle gerade. Die drehen richtig durch gerade. Der Eskalation von der feinsten Sorte. Der könnte gut sein. Ich verstehe den nicht, Pickford ist echt krass gerade. Also der war schlecht geschossen, Alter. Klar warst du, der war doch relativ gut. Der kam voll weit unten. Was macht Pickford? Ja, der kam voll weit unten, wow. Ja. Aber trotzdem platziert. Geht. Okay, warte, mach deinen Dreh. War nicht unplatziert oder so. Ja, unplatziert war er jetzt nicht, aber dadurch, dass er halt so weit unten ankam, war der halt ein bisschen leichter zu halten. Wenn er oben angekommen wäre, wäre er schwerer gewesen. Junge, Henderson ist auch aggressiv. Immer dieselbe Pose, was mach ich? Nee, Henderson ist aggressiv, der hat noch keine Karte. Den müsste eigentlich mal safe eine Karte kriegen hier. Ja, aber da ist er doch. Gelbe Karte für Jordan Henderson. Eiskalt verdient, muss man sagen. Verdient. Ich eigentlich mit Thiago schießen muss einfach. Wenn der sich schon den Antritt dann nimmt. Und Thiago hat so einen geilen Anlauf. Ich finde das geil, wenn die so. Soll ich mal mit Thiago nehmen? Nein, jetzt hast du Isco. Das Ding ist, wir haben noch nie mit Thiago geschossen, ne, oder? Nee. Aber mit Isco haben wir auch noch nie geschossen, deswegen. Müssen wir mal bald mit Thiago machen, Leute. Können wir auch mit Bayern dann machen. Aber ja doch, Thiago hat jetzt gar keinen schlechteren Wert als Isco. Ja, Kraft ist ein bisschen besser bei Thiago, aber sonst. Ja, wow, und dafür fast ist bei Thiago effekt. Dafür, ja, also kommt fast genau auf selbe hinaus. Ja, versuchen wir so, genau. Versuchen wir auslösen. Einen schönen saftigen Außenrissfreistoß, weil ein Topspin, da wird nichts für Isco, Alter, mit seinen, wie viel Kraft, was hat der, 69, ne, das war gar nicht gut. Wow, schön, ey, Alter. Mein Gott. Ey, der hat sich richtig gut runtergesenkt, Alter, schade eigentlich. Ja, schade. Ein bisschen Pech wieder dabei hier. Okay, dann schauen wir mal, ey, der will mich da schon grätschen hier. Boah, Digga, Sterling, wie schnell ist der? So. Oh, Alba. Sorry, Alba, ist immer so schnell, Alter. Okay, ja, warte, ist jetzt, komplett jetzt abgerannt. Ah, ja, warte, jetzt, jawohl, ein schönes Ding. So. Mein dritter auch jetzt, ne? Zwei habe ich schon, einer ist drin gewesen, 1-0 führe ich noch. Wenn ich jetzt treffe, habe ich schon gewonnen. Weil du hast nur einen. Ja, kann sein. Läuft bei mir, Alter. Läuft bei mir, Harry, Alter. Läuft bei mir, Alter. Fett bist du geworden, ey. Läuft richtig gut, ey. Na gut, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Topspin machen soll mit dem Harry. Mit dem Harry, Harry, wo ist er denn? Hier, Harry Kane, so einen Topspin machen, ey. Oder nochmal so ein Seitenspin. Der war über, ich war echt, oder links, aus sowas, Alter. Ich war gerade echt überrascht, Alter. Komm, wir machen mal einen Ausdruck. Ich war gerade echt überrascht, dass er den so krass rumgezogen hat. Aber das wird jetzt schwer, weil der so komisch anläuft. Alles gut. What the fuck, Alter? Ey! Alter, das Ding, boah, was war das, ey? Ist ja das Busquets, ey. Der macht nicht, lass mich den mal letzten Mal. Der macht nicht mal einen Außenriss. Hast du gesehen, Alter? Was war das, ey? Ganz komisch. Warte. Ich will hier rüber. Dann kann ich nochmal versuchen, auf die Torwart-Ecke zu gehen, Alter. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich in letzter Zeit irgendwie Bock drauf. Warte. Ja, aber jetzt. Der ist eigentlich perfekt positioniert. Nein, grätsch mich. Ja, ich kann ja nicht dich da grätschen. Ja, warte. So, jetzt. Jawohl, Schiri, jawohl. Das ist eine geile Position. Ich hoffe, die Mauer ist links. Ey, die Mauer ist links. Hätte der die Elfer gegeben, wenn ich die sehr gegrätscht hätte? Ja, ich glaube schon. Ja, ist die Mauer links? Jawohl, Alter, nice. Okay. Willst du ihn jetzt rechts reinziehen? Ja, oben rechts. Ah, hast du ja mit Kane schon mal geschafft, ne? Ey, mit Ibra war das. Ja, es war mit Kane. Nee, es war mit Ibra. Aber Ibra ist halt, der. Hat er wieder geproved, warum der Gott ist, ey. Okay, ich muss konzentrieren, ey. Ja, komm. Komm, boah. Ach du Scheiße, ja, aber der ja, genau wie bei Isco gerade, bei mir irgendwie viel zu hoch, ich weiß auch nicht. Scheiße, Alter, war nicht so gut, ey. Ja, der war echt viel zu hoch, ey. Weil sonst wäre der aufs Tor gekommen, weiß ich nicht, der Rea hat so komisch jetzt reagiert, aber okay, dann wäre der Rea natürlich anders dahin gegangen, muss man sagen. Schade, ey, ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal so ein Ding machen werde, ey. Das hat Ibra schon, Digga, das hat Ibra schon krank gemacht, muss man sagen. Okay, tut dich. Was war das denn, ey? Bruh. Let's go, dein letzter, ne? Nee, doch, dein letzter, der letzte. Ja. Hä, was war das denn? Ganz komisch. Das heißt, warte mal, lass mich mal positionieren. Du kannst. Ich will auf die andere Seite diesmal, weil ich hab die ganze Zeit von derselben Seite geschossen. Ja, ich kann jetzt keine Abseits fallen. Digga. Warte. Ja, natürlich kannst du eine Abseits. Nein, da nicht, wenn die schon alle auf der Höhe sind. Vorteil. Das Ding ist, du kannst nur unentschieden rausholen, ne? Warte, komm hier, gerade. Nein, ja, ist mir egal, ich will einfach nur schießen jetzt. So. Auf links! Warte. So, jetzt. Ey, der läuft weiter. Junge, das regt manchmal so auf, ne, dass die einfach weiterlaufen. Nein, nimm da einfach, egal. Passt. Kannst sogar auch, ey, wer weiß, Topspin. Oder? Ah, Kacke. Topspin ist zu nah, Alter. Kraft, ah, passt nicht. Topspin kannst du nicht machen mit Disco. Topspin. Diese Kabel, ne? Du müsstest mal WLAN-Kabel kaufen. Klemmst das irgendwie fest, Alter. Ja, so. Damit das nicht die ganze Zeit an meinem Fuß rumwabbelt. Ja. Okay, letzter Freekick. Oh, Asensio, was hat der für Werte? Guck mal. Ach, so, ich dachte, das wäre Disco. Ja, auch nicht verkehrt, Alter. Boah, Spanien hat viele gute Standardschützen, ne? Man sieht Discos Werte nicht, aber. Okay, Ischko. Discos Werte überhaupt gezeigt? Ja, die haben wir schon öfter. Da sind sie. Ja, haben wir schon ein paar Mal gezeigt jetzt. So, kannst du auch sowas machen. Oder Seitenspinnen oder umdrehen. Da Chico ist Fragos zu weit. Obwohl der hat viel Effet, stimmt. Der hat viel Effet, aber jetzt wahrscheinlich wieder komisch, ganz anders. Boah. Oh, schade, Alter. Ja, komm, der kann auch mal reingehen. Ey, das ist echt schönes Ding, Mann. Leute,
Das war's. Wenn es euch gefallen hat, ja. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und täglich gerne einschalten, ja. Wäre auf jeden Fall sehr fresh. Schreibt wie mal in die Kommentare, wer beim nächsten Mal dran soll, ja. Welche Spieler, welche Vereine, welche Länder sollen antreten beim nächsten Mal gegeneinander. Schreibt in die Kommentare, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und Saul. Checkt mal gerne den Shop aus. Ja, nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover, wie immer in Rot, Orange, Grün und Blau in den vier Farben. Gerne abchecken, ja. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe gibt es auch noch am Start. Handyhüllen, Orange, Blau, Rot, Grün sind auch am Start, ja. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr Lust habt. Das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock habt, macht's gut. Wir sehen uns. Haut rein. Ich hoffe es auch. Eier und nicht vergessen, ne? Schreibt rein, das ist das Wichtigste, Leute. Wie immer. Schreibt rein, wer soll gegen dann antreten. Welche Spieler? Welche Vereine? Welche Länder? Was soll man, Digga? Wer soll beim nächsten Mal gegen dann antreten? In der Challenge, in der Freistoß- oder auch Elfmeter-Challenge. Wie ihr Bock habt. Das Ding ist, der war gar nicht schlecht, der heute. Ja, schön geschossen, Alter. Den sieht man, doch, den sieht man. Ja, doch, sieht man noch. Sieht man meinen noch? Ich habe ja gar keinen reingemacht. Scheiße, ne. Flappchen gewonnen, 1-0, ne? 1-0, ja. Ganz locker. Auch wieder langweilig. Ganz locker lässt sich 1-0 gewonnen, Digga. Da kenne ich nichts. Na gut. Dann schauen wir mal, ne? Beim nächsten Mal muss auf jeden Fall mehr Tore geben, sonst ist eine Frechheit, Alter. Das ist eine absolute. Du bist eine Frechheit. Du hast doch Scheiße geschossen, nächstes Mal. Laberst du? Du hast Scheiße geschossen. Was für Scheiße geschossen? Ich hatte einfach Pech. Ja, du hast einmal Latte getroffen. Ich hatte einmal Latte und einmal Pfosten. Ja, ja. Egal, Leute. Macht's gut. Was er wieder sagt. Nächstes Mal kann er wieder gewinnen. Ja, vielleicht. Oder auch nicht, weil es so schlecht ist. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und. Tschaußen.